Die nächste Übung ist enges Rudern am Turm. Wir nehmen unseren engen Griffe, positionieren die Füße hüftbreit, machen eine gebeugte Kniehaltung und ziehen die Griffe Richtung Bauch und spannen hinten unser Latissimus an. Hierbei wieder 4 Sätze, ein Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist breiter Griff, Rudern am Kabelturm. Hierfür brauchen wir einmal den langen Griff, damit wir schön breit greifen können. Die Übung ist für den oberen Rücken. Hier machen wir wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Rückenstrecker frei. Das ist für den unteren Rücken. Wir müssen die Polster hüftbreit oder hüfthoch einstellen. Ich mache einmal vor. Hier machen wir 4 Sätze, a 15 Wiederholungen, bis das richtig brennt. Die nächste Übung ist Curls mit der SZ-Stange. Wir achten darauf, dass die Oberarme eng am Körper bleiben und die Handgelenke gerade dabei und curlen zur Brust hoch. Hier wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Kurzhantel Hammer Curls. Ganz wichtig, leichte Schräge an der Bank, Rücken unten schön dran drücken, die Arme am Körper dran lassen und senkrecht 90 Grad hoch. Hier wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Kurzhantel einarmig im Sitzen. Hierbei lehnen wir unser Arm am Oberschenkel ab und curlen einmal hoch. Hierbei wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze pro Arm, also 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Crunches im Liegen. Damit wir den Hohlkreuz nicht machen, heben wir unsere Beine an, überkreuzen sie und crunchen einmal die Ellbogen zu den Knien hoch. Hier machen wir wieder 15 Wiederholungen, also wenn es brennt, 5 Wiederholungen mehr. Die nächste Übung ist einarmig Seitheben am Turm. Hierbei brauchen wir wieder einen einzelnen Griff. Wir heben unsere Schulter von der Mitte des Körpers einmal seitlich hoch. Hier machen wir wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen pro Arm natürlich. Die nächste Übung ist Schulterpresse an der Plate-Loaded-Maschine. Wir lehnen uns hinten schön an und drücken vom Kopf einmal zur Decke hoch und achten wieder natürlich, weil es eine Druckübung ist, auf die Ellbogen, lassen wir leicht gebeugt. Hier machen wir wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Frontheben mit Gewichtsscheibe im Stehen. Dafür brauchen wir eine Gewichtsscheibe, halten es vor unser Körper und heben einmal über den Kopf hoch. Hierbei wieder 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz und 3 Arbeitssätze. 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist für die hintere Schulter Butterfly Reverse. Wir stützen uns am Brustpolster ab, strecken die Arme nach vorne und ziehen das seitlich nach hinten.
Hier machen wir wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Shrugs mit Kurzhantel. Die Kurzhantel halten wir an den Körper an den Seiten und ziehen quasi die Schulter einmal hoch. Hier machen wir wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist Langhantel Shrugs im Stehen. Wir halten die Langhantel vor unser Körper, schulterbreiter Griff und ziehen einmal die Schultern wieder nach oben. Hier machen wir wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 8 bis 12 Wiederholungen. Kommen wir zur nächsten Übung. Hier machen wir einarmiges Rudern bei der Flachbank. Hierbei achtet ihr darauf, dass der Arm einmal dem Körper entlang geht und sobald wir oben sind, den Latt so gut es geht etwas anspannen können. Der Stützarm sollte leicht gebeugt sein, damit wir wieder gelenkschonend trainieren können. Wir machen hier 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist Langhantel vorgebeugtes Rudern. Hierbei ist ganz wichtig, dass wir einen geraden Rücken machen und die Langhantel schulterbreit greifen und an den Oberkörper zum Bauchnabel quasi hochziehen. Dabei, wie gesagt, wieder den Rücken so gut es geht anspannen leicht. Und wir machen 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist enges Rudern mit Untergriff am Turm. Hierfür nehmen wir die SZ-Stange und ziehen an unserem Bauch zum Bauchnabel hin und die Arme an dem Körper entlang. Hierbei machen wir wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist ein Arm Latt ziehen am Turm. Hierfür setzen wir uns umgekehrt im Latzug hin, lehnen uns an den Polstern an und ziehen an unser Körper ran und dabei drehen wir unser Handgelenk. Also erstmal den rechten Arm, danach ziehen wir mit dem linken Arm. Natürlich könnt ihr das auch andersrum machen. Hierbei machen wir 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist Rudern sitzend breiter Griff. Bei der Maschine machen wir das so, wir positionieren den Sitz ganz tief unten, dass wir unsere Arme sehr weit oben haben und ziehen dann sehr breit nach oben weg, also quasi die Ellbogen leicht hoch, damit wir den oberen Rücken treffen. Wir machen wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist Crunches im Liegend auf der Matte. Hierbei nehmen wir die Füße wieder hoch, überkreuzen sie, damit wir mit dem Rücken ganz flach aufliegen und kein Hohlkreuz machen. Die Arme nehmen wir hinter den Kopf und crunchen einmal zu den Beinen hoch. Hier machen wir 15 Wiederholungen,
A 4 Sätze. Die nächste Übung ist Mountain Climbers. Wir gehen in die quasi in die Liegestütz, ziehen die Knie an die Ellbogen ran. Hierbei machen wir wieder 4 Sätze, a 15 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist Flachbankdrücken an der Plate Loaded Maschine. Hier achten wir darauf, dass die Griffe ungefähr die Mitte der Brust haben und wir drücken hoch und lassen die Ellbogen leicht gebeugt. Die Oberarme haben hier einen 45-Grad-Winkel zum Rumpf. Wir machen wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Nächste Übung ist Schrägbankdrücken an der Multipresse. Hierbei ist wichtig, dass wir die Flachbank quasi so ungefähr 45 Grad einstellen. Die Oberarme 45 Grad zum Rumpf. Wir haben hier zwei Markierungen an der Stange mit dem Zeigefinger, also quasi schulterbreit greifen und einmal hochdrücken. Achten wir wieder darauf, dass die Ellbogen leicht gebeugt sind. 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung heißt Butterfly. Hierbei achten wir, dass wir, wenn wir die Griffe greifen, dass die Faust so ungefähr die Schulterhöhe hat und wenn wir vorne zusammenführen, dass wir die Brust so gut es geht anspannen. Hierbei machen wir wieder 4 Sätze, einen Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist enges Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Hierbei drücken wir die beiden Kurzhanteln eng zusammen und von der Brust ab hoch. Wir achten wieder leicht an die Ellbogen, dass wir die leicht gebeugt lassen. Wir machen 4 Sätze, 1 Aufwärmsatz, 3 Arbeitssätze, a 6 bis 10 Wiederholungen. Unsere nächste Übung ist Liegestütze mit dem Terraband.